Textmarker Swag. Hi und hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge bei Textmarker Swag. Und ja, heute geht's wieder weiter bei Nesca 15. Ja, und wir sehen schon Paint Booth. Ich werde jetzt ein neues Dings erstellen, einen neuen Skin erstellen für unser Auto, was im Karrieremodus fährt. Ja, also Karrieremodus, ich habe den jetzt ein bisschen mal angespielt und nach ein bisschen Spielen muss ich doch schon feststellen, dass nochmal einige Sachen nochmal sich verändert haben, im Gegensatz zur Nesca 14, also die KI, die ist mal ein bisschen krasser drauf. Also egal, ob die jetzt auf 0% stellst, auf 100% stellst, also da merkt man irgendwie auch nicht, dass wirklich so gar keinen Unterschied mehr so wirklich. Also muss man schon da sich gut mit dem Setup auskennen. Ja, also das Setup hier bei den Autos ist nochmal ein bisschen komplexer als jetzt bei den anderen Autos aus anderen Spielen, die wir kennen. Und bisher verlief die Karriere nicht allzu toll. Ja, also nach drei Rennen, Platz 43 in der Wertung. In Daytona habe ich zumindest die Pole eingefahren, aber dann ist das Rennen dann doch nicht so toll verlaufen und die letzten beiden, das war, was ist denn jetzt? Naja, in den letzten beiden Rennen, die waren jetzt irgendwie auch nicht so toll, wie man sich das jetzt eigentlich sich erwünscht hätte. Ja, also wie gesagt, Platz 43, quasi der letzte Platz. Aber wir versuchen uns trotzdem noch weiterhin zu steigern und ja, jetzt machen wir erstmal hier die Karriere von der, wie ich schon angekündigt habe, so werde ich dazu ein Video machen auf jeden Fall. Und ja, also da haben sich auch grundsätzlich auch nicht so die Sachen verändert, was jetzt das Painten angeht. Aber egal, fangen wir jetzt mal an. Wir sehen jetzt hier schon, ja, das wollen wir natürlich nicht. Grundfarbe, was machen wir für eine Grundfarbe? Ich glaube, ich habe mir für gedacht, so lila, ja. Hier ist eine, ja, nicht so lila, vielleicht ein bisschen tacken dunkler. Ja, aber es ist schon mehr blau. Also es soll schon irgendwie so ein blau-lila Ton sein, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel blau. Ja, wenn wir es so lassen, dann ist es so. Ja, das ist so. Und dann am besten mattfarben. Nein. Das gefällt mir gar nicht so. Ja, machen wir mal matt. Ja, machen wir matt. Also machen wir eine matt lilane Grundfarbe. Sollen wir es lassen? Das ist einfach zu lassen. Naja, so ist es okay. So. Also Chassis. Die Wheels natürlich in einen etwas helleren. Einfach dunklerem hellen Blau, so wie wir das auch bei Project Cars und bei den anderen Spielen machen, so. Die Lacknuts. Die Nuts machen wir in Pink, ja. Ja, pinke Nüsse. Also sind die, hier da diese kleinen Schrauben da. Reif zu befestigen, Spoiler, bla bla. Ja, das kann man nicht so lassen. Lassen wir das so. Okay, gehen wir jetzt erstmal, bevor wir weitermachen, hier an den Stickers rüber. Sticker Options natürlich. Dass wir das alles nach vorne machen, damit das nicht so, ja, reingenudelt aussieht. Manufacturer Logo auch, ja, angenommen, ja. Contingencies, das sind hier diese Teile, diese kleinen einzelnen Aufkleber, ja. Und damit das zumindest ein bisschen real aussieht, machen wir es auch mal auf. Ja, das ist auch drauf und American Ethanol, ja, auch. Die Rookie Stripes sind diese Teile hier ganz hinten. Ja, so wie drauf lassen. Damit jeder weiß, dass man Anfänger ist. Ne, machen wir die mal aus. Ja, machen wir die aus. Dann machen wir die aus. So. So, die Nummer. Ja, und so 50 hier. Das. Ich glaube, ich habe mal Style Forge, glaube ich, mal genommen. Also hier die. Ja. Ja, machen wir das. Meist Grundfarbe und ja, können wir so eine rote Linie machen. Ah, rote Linie ist okay. Ja, alles klar. Alles klar, dann kommen wir jetzt mal rüber zu den Layers. Ich habe also zu den, was man da das Ganze dann am Ende darstellen soll. Ich habe schon ein bisschen was hier vorbereitet. Und zwar bei den, hier bei dem Brush. Da kann man halt eben, wenn man jetzt ein Logo nachmachen will, beispielsweise jetzt sage ich jetzt mal, weiß nicht. Keine Ahnung, erst jetzt Köln Logo zum Beispiel, ja, da kann man das dann hier quasi nachzeichnen mit den verschiedenen, ja, ist das hier, mit den ganzen verschiedenen Bausteinen und so.
Ja, ich habe, wie gesagt, hier schon den Dreieckschnochzer gemacht, hier das YouTube-Logo und ja, die Fresse habe ich auch. Das sind jetzt die drei Sachen, die ich jetzt bisher so gemacht habe. Ich glaube, den Schnochzer können wir eigentlich schon mal hier auf die... Warte mal. Ja. Also hier mit W, A und SD kann man dann quasi auch noch das die Sicht verändern, sodass man auch dann beispielsweise, wenn man jetzt auf dem Motor wie jetzt hier den Schnochzler, wenn man den da groß drauf haben will, dann ist natürlich, ja, mach doch, dass dann auch auf die Motor kommt. Ich kann auch mit dem Lenkrad so ein bisschen, ne? Ja, also hier mit dem Lenkrad, also hier mit den, ja, geht das mit der Tastatur? Ja, der Tastatur geht das auch. Ich meine jetzt hier gerade mit dem Lenkrad, weil ich ein bisschen gerade die Größe am Anpassen bin. Also ich habe das ja, ich habe ja Nesca 14 noch auf der PS4 gespielt, schon auf der PS3 gespielt und auch Inside Line und so und ich muss gerade sagen, auf der PlayStation ist das immer ein bisschen einfacher gemacht, auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir... Ja. So, damit jetzt, so, jetzt habe ich mal den Schnuchzer vorne drauf. Aber eigentlich wäre es am sinnvollsten, wenn wir mit der, ich sag jetzt mal mit den Grundtexturen hier anfangen. Decoy. Nee. Und quasi, wenn man hier hinten durch diesen Regenbogen fällt, um halt ein bisschen auffälliger zu machen. Ja, das ist jetzt ein Barcode, dann macht der Fett nicht an. Hm. Sieht damit aus. Das ist auch so. Soll ich sagen. Aber warte mal. Kann ich mir ein bisschen größer ziehen? Vielleicht kommt da was ordentliches bei raus. Ich weiß nicht. Wir hier in diesen Mirror Mode, wo wir dann das quasi auf der anderen Seite noch haben. Dann machen wir den jetzt erstmal in. Warte mal, hier kann auch hier bei Fighter kann man auch dann quasi sowas machen wie ist das beides in Rot, dann wir machen grün rüber, also das ist quasi hier so ein Farbwechsel stattfindet, kann man das mal halt so machen. Ja, machen wir mal 2 und dann machen wir hier gelb hin. Ja, gelb hin. Aber es knallt irgendwie nicht so wirklich, ne? Ich weiß nicht. Dann sollten wir doch besser an irgendwie. Ein ganz normales dahin setzen. Aber also, das geht schneller, das geht nicht schneller, ne? Also halt eben einen ganz normalen, also hier von den primitiven Sachen. Ja, dann den hier. Dann machen wir den Mirror Mode echt mal an. Die Farbe nicht nehmen. Nein. Ah, okay. Aber eigentlich wollte ich es doch jetzt. Nee. Ah, okay, dann machen wir es jetzt einfach so. Ja, ich muss halt gucken, wenn ich das jetzt nicht hier mache, also dann verschiebt sich das schon mal ganz gerne. Also ja. Da müsste man den dann nochmal separat oben noch aufs Dach drauf setzen, damit es dann mit auch quasi auch hier das hier, diese Sachen dann hier so noch so mit ausgefüllt werden. Und ja, das gefällt mir schon ganz gut auf jeden Fall. Dann machen wir das schon mal. Nein, kopieren. Jetzt kopieren wir diesen einfach. Auf Adjust noch und. Ja. Und jetzt müssen wir quasi die Farben mal kurz drehen. Das Gelbe und dann das Rote. Dann jetzt in den Grün. Ah, okay, das sieht ja schon mal vielversprechend aus, auf jeden Fall, ne? Das finde ich geil, auf jeden Fall. Und das Ganze dann nochmal.
Ja. Dass wir das dann quasi noch nach hinten noch versetzen können. Aber das Problem ist auch, dass man, aber hier mal, das mal gerade aus. Erstmal das Problem, wenn man die Kamera wechselt, dann verschiebt es immer so ein bisschen mit. Das dann, weißt du, das war dann quasi das Ganze nochmal am Ende dann ein bisschen komplizierter. Ja, tauschen die Farbe nochmal, man, das Gelb jetzt zu blau. Das war nicht. Und das sind auch so irgendwie, dass dann hier mal diese ganzen Sachen passieren, die ja eigentlich nicht mit hin sollten, aber sollen wir es trotzdem so lassen? Ich würde es trotzdem so lassen, weil dann kann man. Ja, lassen wir es einfach so. Dann lassen wir es einfach so und ja, den dann nochmal. Ja, müssen auch mal hier die Farben tauschen. Also das wäre besser, wenn man jetzt sowas hat, dann wäre es besser, wenn man es dann irgendwie diesen Grad dann hier einfach dann tauscht, dann. Muss man sich da gucken, ja, das ist doch schon, ja, das ist doch mal gelungen, auf jeden Fall, das ist doch mal gelungen, das ist auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, das ist jetzt da in diesen Teilen, die hier ein bisschen komisch aussehen, aber trotzdem, ja, das ist doch mal ja ziemlich geil, auf jeden Fall, also das, mir persönlich gefällt das gut, also jetzt kommen schon der Flunder hier ein bisschen näher und jetzt kopieren wir die anderen, wie gesagt, nochmal. Ja. Das ist auch dann relativ dann auch synchron ist mit den anderen. Das heißt, sie auch da nicht machen müssen. Tauschen so und als der Heckflügel ein bisschen noch mit dran, dann könnte man den da vielleicht auch noch in grün machen, dann hätten wir das auf jeden Fall perfekt. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Ja, vielleicht noch hier diesen blauen noch so auf die hier auf die auf den Kofferraum mit drauf machen, dann wäre das auf jeden Fall richtig geil. Jetzt wird das hier hinten nicht kopiert. Das ist zumindest noch auf. Da jetzt auf den Spiel in den Spiegel muss noch setzen, aber das ist doch schon mal auf jeden Fall mal ziemlich geil. Und jetzt auf Torschatz, also das ja. Muss immer aufpassen, aber manchmal, wenn man das dann einmal ausschaltet, dann kann es gut passieren, dass er dann das auf alle. Allen ausschaltet, ja, etwas jetzt noch. Und dass es dann passieren kann, dass alles dann nicht, dass dann auf einmal alles, was dann kopiert ist, dass es dann weg ist. Aber der ist jetzt drüben, der ist nicht drüben. Nee. Deshalb versuche ich da mal so ein bisschen vorsichtig zu sein. Das und. Ja, on. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall drüben. Ja, das sieht auch schon mal ziemlich geil aus und für den Heckspoiler machen wir jetzt am besten mal nochmal auf Colors Areas bitte. Ich mal jetzt ein ja. Ich doch ein bisschen ja, so kann man es lassen. So ist es auf jeden Fall geil. Warum jetzt Das sollte noch mal haben. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall schon sehr nah an der Flunder dran. Das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich geil aus. Vielleicht dann noch so einzelne Streifen oder so mit reinsetzen. Das können wir noch machen, auf jeden Fall. Ja, das ist nochmal. Schon wieder ein bisschen. Ja, der Spiegel muss auch noch weit noch an.
so nach vorne versetzt und dann machen wir das in der Mitsprache so ein bisschen. Ein bisschen auch so zweifarbig ist ja auch ziemlich geil so. Genau, ich mache das jetzt, das, hier das in Pink, das andere in. Das ist noch andersrum, egal. Und dann hier so einen, in so einen ganz krassen Grün, ja. Das erinnert mich ein bisschen an, an dieser alten, an der Forza-Spiele, wo ich dann auch mal diese Autos gemacht habe. Die waren irgendwie auch mal so eine, die ersten Autos jetzt, immer so eine Lackierung. So eine ganz dunkle Lila, dann immer mit so grün und pinken, dann immer so Regenbogenstreifen, weil die konnte man nicht wirklich erkennen. Und früher habe ich die Felgen mal gelb gemacht, jetzt nicht, seit 2 Jahren mache ich die jetzt in hellblau. Ja. Interessante Info von meiner Seite aus, ich weiß ja. So ungefähr wird das immer gemacht. Und diese Flammen oder so, ne? Genau, jetzt mal versuchen wir mal hier so ein. Ja, das hier. Aber jetzt mal eine Regenbogenflamme. So, aber versucht zumindest mal hier eine Regenbogenflamme noch hinzukriegen. Ist das ja auch noch ziemlich geil. Das mal oben gelb und Quatsch, oben rot und unten gelb. Na, nee, so wollte ich. Nee, Quatsch, so wollte ich. Das erzähle ich da. Ja, so. Dann. Jo. Dann hier, wie gerade eben auch, dann wir das Grüne mit hinsetzen. Ja, kann das so. Das ist dann ein bisschen. Ja, lassen wir das so. Ein bisschen. Hier an das dunklere Blau. Ja, fällt jetzt nicht so direkt ins Auge, aber. Ja, kann man vielleicht auch ein bisschen höher. Doch ein bisschen höher verschieben. Vielleicht doch ein bisschen höher. Und so. Jawohl. Ja, Mann. Also auch mit dem Paint Booth Tool hier bei NASCAR kann man immer noch ziemlich geile Autos machen. Noch sehr kreative Autos. Es gibt ja auch in verschiedenen Foren, wo die auch, wo einige auch die Skins auch mit reingestellt haben. Das geht jetzt nach wie vor nur auf der PC-Version, dass man auch welche reinstellen kann und also quasi exportieren, importieren kann. Also wenn ihr halt dann reingeht, dann seht ihr auch noch direkt dieses Import Paint Scheme oder Export Paint Scheme, also Import halt, wenn ihr welche von anderen habt oder halt eben aus verschiedenen Foren runterlädt. Muss nochmal kurz gucken, wie diese Seite. Ich hatte letztens noch eine Seite gefunden, wo man sich welche runterladen kann. Die werde ich dann auf jeden Fall auch in der Beschreibung, den Link werde ich dann auf jeden Fall auch mit in in die Beschreibung packen. Und ja. So, jetzt sieht unser Ford Fusion auf jeden Fall schon mal richtig fresh aus, also richtig splundermäßig, also das hier mit den Teil, also das ist so, dass man das so entfernen kann. Ich überlege gerade so, ob ich vielleicht dieses blaue, das ist ja von hier hinten, ob ich das vielleicht doch nicht noch nach oben packen. Ja, ich glaube, das mache ich. Ja, das mal. Kopieren wir das einfach nach hier oben hin. Ja. Ich hier mit der Tastatur ein bisschen spielen. Aber weiß auch so man, das ist in der Mitte. Ne, so was das haben wir genau. Dann gucken wir so. Ja. Jetzt hin. Ist irgendwo gelangt, wo der entstanden sollte. Er hat sich verpieselt, das kann nicht auch mal passieren, dass sie. Dass es sich dann mal. Ja, hat er sich einfach verpieselt. Naja,
Ja, egal, dann scheiße halt einfach drauf. Das sollte jetzt natürlich nicht passieren hier. So, dann fangen wir mal an mit Schriften und den anderen Sachen noch. Dann, ja, hier hat Fresse. Hier ein bisschen ganz. Bisschen drehen, ein bisschen rotieren so. Das kann ich auch hier mit dem Links machen hier. So, und aber ich weiß, auf der PlayStation, da gab es sogar eine Funktion, dass das gleichmäßig dann auch verstehen wird. Das habe ich jetzt hier noch gar nicht gefunden, vielleicht gibt es das auch. Shortcut Q. Ja, versieht irgendwie gar nichts. Also dass man auf jeden Fall, dass sich dann auch gleichmäßig dann die Größe verändert. Also wie ihr seht hier, wenn ich einmal nach links gehe, dann geht es in die Breite, nach oben, nach unten halt in die Höhe. Aber irgendwie wieder dann nicht wirklich, naja. So kann man es ja auch beschlossen. Das YouTube-Logo. Ich habe jetzt einfach das so gemacht, dass das jetzt so mal jetzt hier unten. Alles dann ein bisschen verkleinern. Ja. Weil das auf der anderen Seite aussieht, das ist dann, ja, das gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Mein Mann ist wohl ähnlich auf die Haube. Jetzt hin. Ah, sie doch. Okay. Aber auf jeden Fall noch irgendwie noch hier so ein Textmarker-Swag Schriftzug hinmachen. Und das gleich hier hinpacken. Ja, das könnte man so lassen. Ja, lassen wir es einfach so. So, dann kommen wir jetzt auch zur nächsten Sache mit den Texten. Ah, dann packen wir noch Text Marker Swag. Okay. Passt auf jeden Fall. Aber jetzt kann man hier auch die Schriftart ein bisschen ändern. Wenn das nicht so 0815 aussieht. Ja. Also die sind auch gleich, alle gleich geblieben jetzt bei den letzten Jahren. Das ist da seit Nesca 11, seitdem die drin sind. Seitdem hat sich da nicht großartig was verändert an den Schriftarten und so. Also es ist quasi nach wie vor das Gleiche. Wenn wir das, dann ja, Zeilenabstand. Ja, ein bisschen Zeilenabstand noch. So, ein Weiß wird am besten, ich würde am liebsten noch so eine Umrandung noch machen. Vielleicht guck mal kurz gucken, ob da irgendwie was. Warte mal, das ist vielleicht dann doch so. Wobei, ne? Also die Schrift muss da schon, also das muss den, ich meine, den Namen muss man schon irgendwie komplett lesen können, also dass er nicht irgendwie zum Teil das so komisch aussieht. Wobei geht das? Es geht eigentlich noch so einigermaßen. Wie es auf der anderen Seite aussieht. Wobei, ach, das können wir noch, eigentlich kann man das so lassen. Also ja, ich würde das. Lass das auf jeden Fall so stehen. Wir machen den hinten dann nochmal.
Ja, dann geht's mir aus. Weil ihr könnt ja eigentlich noch so eine, hier so ein bisschen Regenbogen noch mit, doch noch mit reinbringen und so. Ey, so Text Markus weg. Oder was hier oben hinpacken? Naja. Ne, packen wir das hier so hin. Dann schauen wir, können wir da noch so Bunt Live oder Clowns Mania oder sowas noch mit reinpacken. Ja. So, ich hatte eben gesagt, mal noch so ein. Können vielleicht noch so eine Art Regenbogenfahne noch mit reinbringen. Also Regenbogenfahne im Sinn von, ja, das was ich meine. Und das mache ich jetzt mal eben kurz. Das hatte ich nämlich auch bei 14. Ich hatte ja aber ein Video hatte ich mal gemacht zu NSK 14, da hatte ich das nicht so ähnlich gemacht. Da können wir das jetzt hier auf jeden Fall nach. Wenn die ganze Speicher, die ganze Familie gespeichert haben, können wir so anwenden. Das finde ich jetzt kein Problem. Genau, dann vielleicht hier so in Fädchen. Auf jeden Fall. Ja, machen wir das mal also in Fädchen dann. Ja, machen wir jetzt nur vier Farben dann so. Noch ein Blau. Ja. Und das Textmarker-Spray, das. Ja, mit Move dann. Ja, jetzt sehen wir es trotzdem nicht so richtig, weil. Doch, noch das können wir so lassen, okay. So, packen wir jetzt noch ein paar weitere Texte noch hier mit rein. Noch. Ne. Ey, Kunz. So, alles klar. So. Ja, es gibt leider nicht so eine Schrift, die wir jetzt irgendwie ein bisschen verstellen kann oder so. Also zumindest dann. Dann machen wir einfach dann daraus ein V. So. Beziehungsweise ein griechisches U aus dem, ein U aus dem griechischen Alphabet. Und dann. Eigentlich so ganz nette Schrift. Ja, das so. Jo, das kann man das so kann man das auf jeden Fall stehen lassen. Vielleicht da noch was man da noch mit reinbringen könnte. So. Hm. Ja, so diese Rot-Weiß ist nicht schlecht auf jeden Fall. Das fällt wiederum. Ne, das ist nicht so. Ja, oder das zweite dann ein bisschen, vielleicht ein bisschen ins Dunkle gehen. Kannst du lassen? Ja, so kann man es lassen. So können wir es lassen, auf jeden Fall. Ja, dann ist unsere Flunder jetzt auch schon fast fertig, aber es sieht jetzt schon auf jeden Fall ziemlich geil aus, auf jeden Fall. Also auffälliger als alle anderen Orts auf jeden Fall. Ja, vielleicht noch der Dings, dieser M&M's, dieser vom Shop Kyle Busch. Ja, Kyle Busch ist das genau. Der würde vielleicht noch auch mal in die Kategorie passen. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich fett. Ja, vielleicht nicht auf dem Motor, aber vielleicht noch was drauf. Wir haben ja noch diverse andere Decoys, außer jetzt die ganzen verschiedenen. Jetzt soll ich jetzt noch Länder fahren und so. Ja, klar, muss natürlich auch mal drauf. Habe ich hier noch so einen Mirror Mode mit an. Können wir das noch ein bisschen. Ja, nicht so. Das ist dann. Ja. Also die Motorhaube so ein. Ja, so kann man das so. Lass mich mal gucken. Das Karriereauto muss auf jeden Fall noch. Ich hatte gerade eben nicht einen Karrieremodus, ich hatte nicht auch erst. Diesen ganz normalen, diesen schwarz-roten gefahren, so wie quasi noch jeder hat. Und
Es ist diesmal echt so, dass man, wenn man einen Sponsor schon verdient hat, dass der mit drauf sein muss, weil sonst kann man keine zusätzlichen Punkte, also kein zusätzliches Geld noch gewinnen, was man auch dann für die Entwicklung braucht. Also muss leider auch dieser Sponsor mit drauf. Also egal wie der jetzt drauf ist, so Hauptsache er muss leider mit drauf. Dann machen wir den auch noch, ja, hier ist jetzt hier in dem Fall Edelbrock, das ist quasi den einzigen Sponsor, den ich noch hier habe. Machen wir den auch so. Ne. Wie das jetzt aufgeht. Das können wir überlassen. Ja, das kann man. Lassen wir das so, dann machen wir auf jeden Fall noch. Setzen noch ein paar Texte drauf, dann wären wir auch schon fertig mit unserer Flunder. Machen wir noch. So. Mit auf die Fahrerseite gesetzt. Vielleicht ein anderer Auto-Shift. Ja, das kann man auch schon auf beiden Seiten, das ist kein Problem. Ja, ein bisschen kleiner sitzen die Schrift dann. Ja. So. Dann am besten noch Clowns Mania oder Clowns gerade noch drauf. So, gucken, ob hier im Spiel auch das geht mit. Ne, das geht da nicht. Also irgendwelche, also Zahlen ja, aber jetzt irgendwelche Punkte und Kommazeichen gehen leider nicht, da hätte ich noch. Clowns Mania. Ja, das lässt man den Flash-Triff hin, das bunt läuft, dann passt das auf jeden Fall. Ja. Ich, ja. Ja, genau hier. Ja, ich höre das mal aus. Natürlich hier natürlich noch kleiner setzen. Gucken, was das jetzt mal an, wie das aussieht. Sprich, was ist da eigentlich. Ah, das ist noch die Nummer jetzt da unten drin. Das sollte natürlich jetzt nicht sich irgendwie überkreuzen. Dann machen wir das einfach. Er ist doch ein Scheiß, ey, Leute. Dieses Problem hatten wir auch schon bei allerdings bei ja, das Problem hatten wir bei Nesca jetzt nicht auch schon gehabt, dass da irgendwie immer verschiedene Decoys, dass die immer kaputt gegangen sind nach der Zeit. Dann steht noch XX. Naja, geil, dann speichern wir das trotzdem jetzt erstmal ab. Save and continue. Ja. Flunder. Ja, machen wir Flunder 1, 2, machen wir nächstes Mal anders. Ja, egal, ich mach das dann noch zu Ende. Auf jeden Fall habe ich euch jetzt so ein bisschen gezeigt, oder das ja den Großteil gezeigt, wie man auch ein Auto, also quasi die Lackierung ändern kann. Bei NSK15 und ja, jetzt seid ihr Zeuge davon gewesen, wie man eine Flunder erstellt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Und wenn ja, lasst mir eine Bewertung da und also eine positive Bewertung da und ein Abo. Und dann schauen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir dann hier weitermachen und auch natürlich unsere anderen Projekte und so weiter und so fort. Ihr wisst ja Bescheid. Meine lieben Clowns Mania, ich wünsche euch alle noch einen hammergeilen Tag und eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.